Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum Rocket Beans Best of Januar 2023. Das ziehen wir uns jetzt mal schön gemeinsam rein. Ich freue mich sehr. Es ist brandaktuell, druckfrisch, gerade draußen. Keine 3 Stunden alt und wir gucken uns das direkt an. Ah, servus, ich bin der Frankenwaller. Das ist eine große Ehre, dass ich dabei sein kann. Da freue ich mich. Und dann gleich im Best of. Ist da noch eine andere Seite? Bitte nicht. Oh. Ja, okay. Ja, der Klassiker. Ja. Ich sag nichts. 6,79 Euro okay, kostet sehr, sehr diese geil. Ganze Spritzäumelpackung. Super. Wahrscheinlich war das Import. Was machen denn Mathematiker? Aber warum dreht er die denn, also was ich nicht verstehe, ist, warum dreht er das Whiteboard nicht einfach um? Gerne. Rechnen. Die lieben ja rechnen. Kneten. Die sagen auch beide im Restaurant immer Zahlen. Außer Faust nennt ein Buch, das in Deutsch behandelt wurde. Ja. Faust. Oh. Außer Faust nennt ein Buch, das in Deutsch behandelt wurde. Gott. Wow. Jetzt kippt der oben. Don Carlos! Don Carlos! Sag mal. Okay. Warum sollte man Don Carlos unbedingt gelesen haben? Ich weiß nicht, ich habe dieses Buch irgendwie so krass in Erinnerung und das war. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, das haben alle gelesen. Ich weiß nicht, das war so ein violettes Buch. Und nein, stopp. Ja, weil er drei Leute. Nein, Leute, hat. Nils fragt mich eine Frage. Lasst mich bitte antworten. Sag nochmal. Weißt du, wann das streuende Monster wirklich sinnvoll ist? Ich hab's mal eine Abscheulichkeit besungen. Nee, bei Glatteis. Ja? Aber neu. Ich glaube, der ist noch streuendes Monster. Ja. Ja. Streuendes Monster auch gut im Winter. Oh Gott. Das hatte ich schon ganz verdrängt. Das hatte ich wirklich verdrängt. Ist derselbe Gag. Ach so, ich habe nicht gehört. Ich habe nicht gehört. Gag. Ich habe es nicht gehört. Komm, wir machen mal einen Scherz. Pass auf. Wer da? Die Abwehr schon mal nicht. Direkt speichern. Oh nein, hab's geöffnet! Ich hab's geöffnet, nicht gespeichert! Okay, wenn man rausgeht und nicht speichert, dann. Ah, wie dumm kann man sein? Muss man Reis schnippeln? Nee, ne? Ich hab keine Ahnung, was sie da gerade gespielt hat. Der gelbe Knubbel oder so. Aber sie hat nicht gespeichert, ne? Ich glaub nicht. Ach, der muss kochen! Der muss kochen! Ah! Warum wollen wir Reis schneiden? Fängt wieder an! Oh shit, da kann man nicht weiterfahren. Ha, das denkt ihr! Das habe ich gerade bei Mara schon gesehen. Ich weiß, was passiert. Das ist lustig. Schlimm ist nur, wenn die Kamera dann nach unten fährt. Oh nein! Nein! Why? Ich bin zum Friseur gegangen und hab ihm gesagt, ey, mach mal überall ein bisschen kürzer, aber vorne ein bisschen länger, damit ich meine Haare noch zur Seite gehen kann. Und dann war ich fertig und ich hab einfach mich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Oh, kennt ihr das? Ist richtig gut. Er meinte so, ja, ist gut. Hier, nochmal Trinkgeld. Und ich so, ja, dann ist so ein Fünfer hingelegt. Aber come on, gestylt sieht's nicht so aus, das muss man sagen. Bist du der Friseur oder was? Kann man überhaupt graue Haare färben? Ganz ehrlich, du hast ja gefärbt keinem von schon immer. Wie? Ich war die ganze Zeit mit Lachen beschäftigt, die haben nicht drauf geachtet. Ja. Das wie Fabian, der doch auch, der hat ja irgendwann dann auch. Der hat es ja grau gefärbt. Meinst du Fabian oder Fabian? Scheiße, jetzt kommt dieser Fabian-Gag? Ja! Ja, aber jetzt sag mal kurz, wo ich dich jetzt hier habe. Ist mir schwindlig, scheiße. Ich bin
bin mir nicht sicher, ob das so U12, wie heißt das, über Dingens hier, FSK. Meinst du, der wird FSK 12? No, weiß ich nicht, aber könnte schon sein, wenn dann Bowser irgendwie, keine Ahnung, den so platt macht und dann ist blutet. Du meinst wirklich ernsthaft, dass ein Mario-Film... Ich erzähl schon jetzt so eine Scheiße, Alter. 2 Minuten into it. Also, aber könnte schon sein. Es könnte sein. Ich würde mich freuen, wenn in der Schädel platzt. Oder ja. Irgendjemand der Schädel platzt. Ja, dann wäre ich halt als einer der Erwachsenen... Oder Mario verlegt ein Rohr. Und haben wir den jetzt gesucht? Aber wenn wir uns jetzt schon gegenseitig unsere Geschlechtsteile zeigen und eh nicht wissen, wo wir als nächstes hingehen, dann gehen wir doch gerne in Italien. Die Verwendung eines Spritzdeckels wird empfohlen. Denkt euch jetzt einfach einen angemessenen Scherz, der zeitgemäß ist, lustig genug ist, frech genug. Also, insert your Scherz hier, ne? So. Der neue Colin macht diese Art von Witzen nämlich nicht mehr. So ein dreiköpfiger Hund, das wäre schon nice. Boah, der hat aber vielleicht dreimal so viel Hunger. Das stimmt wahrscheinlich. Jetzt die Frage, hat er nur einen Markt? Naja, aber drei Köpfe konkurrieren um den Wurst, den du ihm gibst, ne? Also, das kenne ich sonst again. Nur aus dem Saunaclub. Ich konnte das. Die Verwendung eines Spritzdeckels wird empfohlen. Zu meiner Zeit hätte man das Bettdecke genannt. Ach Leute, es tut mir leid. Sehr hell, ne? Hm. Überraschend hell, hätte ich jetzt fast gedacht. Kommt da das Hütchen? Zum Vorschein. Ja, die Form hat aber auch wirklich. Jesus. Oh Gott. Was mache ich hier? Mhm. Ja, komm. Weihnachten ist ja auch fest, das Fest der Liebe. Gott, ey, Weihnachten bei Tigerwoods. Schreibe auf, Klöppel polieren. Ja. Das schreibe ich mir allerdings auch auf. 514. Hier, genau. Ihr müsst den glänzenden Klöppel wieder in die Glocke hängen. Da ist also den polierten Klöppel in die Glocke hängen. Ja. Was ist denn mit dem Apfelkuchen bei American Pie? Das ist doch auch eine sehr ikonische Szene. Ja, das habe ich auch mal. Was? Während ihr euch noch nicht einig seid, was die ikonischste Filmszene ist, wollen wir uns mal angucken, was ikonische Szenen von Beef Junior waren. Sehr gut. Ja, sehr gut. Das haben wir neulich erst geschaut. Getting Over It. Die totale Dominanz. Ah! Oh mein Gott, das sind alle so erbärmlich einfach. Weißt du nicht? Ah, schön, Florentin. Habe ich gesehen, dass meine Freundin eine Überraschungsparty bei mir zu Hause gemacht haben. Bin ich von der Fahrschule nach Hause gekommen. Hab gesehen, dass da die Fahrräder meiner Freunde alle vorm Haus sind. Dann bin ich wieder gegangen. Weil ich keinen Bock drauf hatte. Ciao. Ah, ich finde gut, dass wir nicht fahren, tatsächlich. Weil ist ja gerade WM. Eine gute Map ist. Und bei Mario Kartar ist sie zum Beispiel rausgenommen. Mario Kartar, großartig, Nils! Oh mein Gott. Wow. Ja, sie hat einfach Benzinblut. Sie wurde in einem LKW geboren. Ja. Ihre Mutter war Truckerin, dann kamen die LKWen und dann war es zu spät. Das ist doch, also wenn was ein Sport. Ei, da pumpt er sich auf den letzten Metern einen ins Abseits. Das ist wirklich, ich stell mir vor, du fährst betrunken auf dem Land nach Hause nachts und auf den letzten Metern vor der Scheune biegst du nochmal rechts ab in den Weiher. Keep your head down. I'm going to finish this. Stop, Nico! Alter, was machst du denn? Warum? Und der Zaun auch noch auf Diesel drauf. Ist ein Benziner auch ein Diesel? Nein. Ist das nicht das Gleiche? Nein. Okay. Ich schäme mich, dass ich kurz geschmunzelt habe, weil woher sollst du es wissen? Aber es ist wirklich das Gegensätzlichste, was es gibt. Ich bin auch ein Fan von so Filmen wie Zodiac und sowas. Also die 70er, 60er Jahre L.A. Das 40er ich. Aber 40er Jahre L.A. liebe ich. also auf jeden Fall das alte L.A. liebe ich. Ihr zählt mich runter, dann folgt unser kleiner Startbumper und dann lege ich auch schon los. Ja, dann lass uns mal runterzählen. Fängst du an mit der ersten Zahl? Schmenk. Scheung. Flutzel. Was? Das ist ein harter Schlag. Oh, 16! Ey, Mara hatte so ein Würfelglück in diesem Spiel. Das war echt unfassbar. Die hat gefühlt nur 6 gewürfelt. Und auch immer dann, wann sie brauchte. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Wie kannst du mal irgendwie richtig würfeln? Du machst da irgendwie immer so ein Kladderadatsch-Gelöt, ey.
Ja, ja, so. Ja, zählt mich rein. Vielleicht bin ich, ich weiß, ich bin noch ein stranger Spielertyp. Aber mich, Thema Cozy Games, es gibt nichts Schöneres für mich, als mit einem Tee einfach nur über einen Planet zu fliegen. Und ich war schon häufig auf dem Planeten, die es jetzt schon gibt, aber ich fliege jedes Mal woanders runter und ich entsehe ja jedes Mal was Neues. Und dieses Jahr wurden Flüsse reingepatcht. Und dann einfach einen Fluss zu entdecken und da so kurz zu landen, nur mal durchzuatmen, nur mal am Tee zu schlürfen, wieder zu starten. Achso, ich dachte, Tee wäre das Raumschiff. Achso, nee, echter Tee, so wegen Cozy und so. Aber dachte, ey, Tiefalter und so. Achso, nee. Wir fangen an mit Schneunel. Düngel. Schniedel. Nennt mir ein Hobby mit dem Anfangsbuchstaben F. Fußball. Oh nein, Mann, ich bin zu alt dafür. Fischen. Fachsimpeln. Er weiß es. Scheiße. Valentin? Proton? Valentin sagt oh nein, Proton. Das ist bestimmt richtig. Das oh. ist. Ich weiß, das ist. Richtig. Ist korrekt. Yes! Gregor, ey. Da bist du, du kommst genau richtig. Wir sind gerade. Komm rein, Gregor. Tod Nummer 1075 an Media. Wie viel hast du gebraucht bei Media? Drei. Ach Quatsch, ja gut, ist halt kein One. Können wir nochmal. Warte mal. Können wir nochmal. Hallo? Können wir das nochmal kurz? Drei. Das ist doch keine 3. Das ist. Das ist doch. Das ist nur eindeutig mindestens. Das sind doch 4,5. Ach Quatsch, ja gut, ist halt kein One-Hit mehr, ne? Aber. Kann das sein? Wollen wir danach noch einen No-Hit machen? Ja, selbstverständlich. Wir das ganze Spiel nochmal, ohne getroffen. Wir machen es wieder Lou Bega. Erst ein One-Hit und dann nur noch No-Hits. The fuck? Ist das euer Ernst? Was ist? It seems that you're trying to upload a famous figure's image. Irgend so ein random Gronk-Foto geht nicht? Aber ich vor Greenscreen? Werde ich gerade von einem Upload-Filter beleidigt? Das leck mich doch am Arsch. Hallo hey. Leute, hey, Entschuldigung. Okay, also er wollte da, das, ich glaube, das waren seine komischen Kreation, die er dann auch auf Twitter gepostet hat. Ich glaube, das Programm lässt es nicht zu, dass man mit berühmten Leuten irgendwelche Fake-Videos macht. Und Florentin und Gronkh wurden rausgefiltert, aber Eddie durfte mitmachen. Das ist, glaube ich, so ist es, glaube ich, gerade geschehen. Sorry, ich habe mich ein bisschen verspätet. Hallo. Ist jetzt Pünktlichkeit nicht mehr Cheesh oder was? Wie sagt sie? Ja, keine Ahnung, ihr habt doch so ständig. Oh Gott, ist neuen. Möglichkeit ist nicht mehr. Tschüss! Du bist eigentlich erst zur nächsten Sendung. Ach, hier. Sorry, ich dachte, ich bin zu spät, ich bin hergerannt, ich dachte, ich bin jetzt hier dabei. Sorry. Wir haben gerade privat über dich geredet, das ist vom Timing jetzt echt auch ein bisschen. Das tut mir leid, das tut mir leid. Ich dachte, ihr seid schon mittendrin, weil ich zu spät bin. Haha, sehr gut. Das tut mir leid. Jetzt kommen sie alle ins Set, kommen sie rein. Komm mal raus, wir sind noch gar nicht. Eddie, ich sitze da seit 10 Minuten, warte auf dich. Eddie, das ist eine laufende Sendung. Du kannst dich einfach in die Sendung reinrennen. Sag mal, Alter, wie unprofessionell. Das ist unglaublich, geh mal raus jetzt. Komplett bescheuert. Kommst du jetzt mal aus der Sendung raus? Ich bleib hier so lange stehen, bis du aus der Sendung rausgehst. Ich wollte nur mal sagen, der Ede hat ja jetzt hier auch seinen Twitch-Kanal. Schaut's euch an. Ihr werdet mich dann fragen, echt jetzt? Ja. Echt jetzt? Ja, gut, mit dem Einzelnen. Und Simon ist heute ausnahmsweise mal zu diesen Zeiten in Hamburg. Du, es variiert ja sagen, nüchtern. Bei Rocket Beans gibt es ja immer nur Bier, aber ich. Nee. Bier nur.
In der Not, okay. Klar, damit irgendwas reinläuft, aber so. Mir geht's gut. Alles cool. Entschuldigung. Habe ich aber auch gesagt, es gibt irgendwas, was ich gern mag, was Andreas gar nicht mag. Wir haben mal darüber gesprochen und dann, glaube ich, einen Monat gar nicht mehr miteinander. Da ging es um Lars. Andreas hat schon 4 Jahre hier gearbeitet. Da kam Simon und hat sich vorgestellt: Hallo, ich bin Simon. Das ist dein Ernst. Ich arbeite hier seit 3 Jahren. Aber über wen sagt das jetzt mehr aus? Ja. Das ist aber erst nicht für Simon. Vielleicht war es auch nach 2 Jahren, aber irgendwie sowas war das. Ja. Das heißt, es spricht ja auch dafür, dass Andreas war halt anfangs sehr ruhig und unscheinbar. Ja, ja. Ja, Leute, das war's mal wieder, ne? Ja, jetzt kommt ja noch dieser Abspann. Genau. Da sind wir angehalten, nicht zu tanzen, sondern uns ein bisschen zu unterhalten. Aber er kommt ja auch wirklich noch, ist jetzt meine Frage, weil bis jetzt ist er ja noch nicht eingeblendet worden. Oder wird es vielleicht in der Post? Ich mach mir nicht so viel Sorgen gerade und bin eigentlich relativ entspannt. Santana, du weißt, was zu tun ist. Voll an die Kamera auch noch. Mein Gott, Dima, was lädst du denn wieder runter hier? Wie wichtig kann das denn jetzt sein? Du musst doch jetzt hier nicht wieder irgendwie, der Dima hängt immer auf so Seiten herum, die sagen, ja, sie können die Lottozahlen vorhersagen. Ja, und dann lädt er sich der PDF-weise die ganzen Prophezeiungen runter. Santana, du weißt, was zu tun ist. So. Ja, sehr, sehr gut. Oh, achso, das ist so ein Reiseschrank, oder was? Oh yeah, bin der Reiseschrank, nimm mich mit auf deine Reise, hab Dank. In der Reiseschrank nehme ich mit. Scheiß in mich rein. Häng alles in mich rein, was du brauchen kannst. T-Shirt, Hose, Rock oder eine Unterbank. Ciao. Tschö, wiedersehen. Das war's. Songmix. Wir sind ganz unkompliziert. Bronco. Damit ihr Metall wieder glänzt. Das finde ich ja ein bisschen albern. So offensichtliches Markenplacement überall zu machen. Das ist unfassbar. Haben wir irgendwo ein... Sehr gut. Hallo, Florentin Will hier von Rocket Beans TV, pfiffige Ziffern. Wir sind gerade auf Amazon.de auf der Seite von ihrem Badesalz-Weihnachten-Set mit totes Meersalzen, Frauenverwöhnprogramm. Und da ist uns aufgefallen, dass da als Video ein Video verlinkt ist von ihnen, wie sie ihre köstlichen Pralinen herstellen. Die wirklich gut sind. Die sind köstlich. Ja. Wir sind sowohl Fans vom Badesalz als auch von den Pralinen, fragen uns aber, ob da nicht ein kleines Malheur passiert ist, ob sie nicht die falsch verbunden haben. Und wir wollen natürlich nicht, dass am Ende die köstlichen Pralinen ins Badewasser geworfen werden. Das wäre natürlich eine schreckliche Verschwendung. Ja, vor allem habe ich vom Badesalz gekostet, weil ich eben dachte, das sei eine Praline von ihnen. Und das möchte ich nicht nochmal sehen. Sie ich hören, mein Kollege ist schwer angeschlagen. Ich bin schon ein bisschen sauer auch. Ja, ist einer dran. Und ich verliere die Spaß am Spiel nicht. Das Spaß. Nee, warte mal, da steht Fuffi. 4 Schuhe, das stimmt aber nicht. Fuffi. Das stimmt nicht, dass es für 4 Schuhe 50 ist. Euro. Das stimmt nicht, dass es für 4 Schuhe ist. Doch, es sind noch 4 Röhren. Es sind 4 Schuhe. Ich möchte hier raus. Ganz kurz. Damian. Weißt du, was brennen kann? So ein Zettel Papier hier. Oh, das stimmt. Ne? Das stimmt. Ja, das ist... Zeit auf einem heißen Herd liegt. Ne? Das ist Fabian Kahn, das ist meine Mutter. Das wäre höchst ironisch, wenn jetzt hier im Livestream hier Rocket Beans TV abbrennen würde, wenn ich hier koche. Au. Hat der mich gerade in den Kamin getreten? Und jetzt? Ach nee, er hat mich zwar in den Kamin getreten, aber ich bin gestorben, oder? So. Okay. Ich mag's, wie du richtige Laudatios vorbereitet hast, offensichtlich. Du ich hast da noch andere Reise, ne? Das ist alles leer hier. Jemand, der in Sachen Kampfgeist auch kein unbeschriebenes Blatt ist, ja, der vor allem sich in Sachen echt wie so ein richtig fieser kleiner Terrier verbeißen kann, ja, der ist hier meiner Ansicht nach auch richtig aufgehoben. Deswegen freue ich mich sehr, dass Gunnar ebenfalls seine Premiere hier hat. Ja, ich freue mich auch tatsächlich. Guck mal, du bist so ein Wadenbeißer, so immer auf den Waden. Den habe ich nur einmal mit dem Sprungkick richtig überrascht. Ja, das war eine Überraschung. Treff ihn ja nicht. Das können wir hier noch mal kurz in der Zeitlupe sehen. Da. Bam! Das war der eine Move von Gunnar. 61. Ja, nehmen wir mit. Unattraktive Anfangszahl, finde ich. So diese genau in die Mitte so. Mhm. 54. Das ist nicht egal. 62, Entschuldigung. Das war jetzt, glaube ich, ein klassischer Schummel, genau. Glaube ich das nicht. Glaubst du nicht? Deckst also auf? Ey, ich hab's die Szene nicht gesehen. Aber wie ich Gunnar kenne, ist es die 63. Ja. 62. Oh, herrlich.
Natürlich. Alter. Das ist Gunnar. Alter. So kennen wir ihn. Alter. Siehste? Also das ist Oberklasse, ja, muss ich sagen. Ja. Schönes Ding. Gut gemacht. Hier noch einer. Hier wartet noch einer auf euch. Dann mit dem Zuschauer. Ich bin jemand, der immer sagt, wie es geht, das Spiel. Sobald ich was rausgekriegt habe, habe ich es den Leuten gesagt. Und der Nils und der Ede, die machen sowas nie. Wow. Wow. Ey, ich guck mir alle Beef-Folgen an. Ich guck mir alle Beef-Folgen angefangen bei Staffel 1 nochmal an. Nur um das zu widerlegen. Nie, nie, nie. Der Ede noch weniger, weil das meistens auch als letzter checkt, aber... Oh, das ist das Schloss, Leute. Neuschwanstein? Hier ist der Schlüssel. Steck den nochmal rein, da. Aber wie? Okay, lass mal hier Venenarius das machen. Der kennt sich ja aus. Das passt nicht. Was, Sie haben das ist der falsche Schlüssel. Das ist einfach fantastisch. Allein schon diese Karten und dieses mit gespannt. So richtig, man geht so richtig rein. Schärft eure Sinne jetzt. Seid bereit auf die Plätze. Fertig, hier ist euer Begriff. Pantotime. Warte, okay, warte. Oh Slow Motion. Ja. Der Fuß muss stehen bleiben, bitte. Nein, a burden. Stein. Boden geerdet. Keine Geräusche. Fische. Zeitlupe. Rentner. Zeitlupenaufnahme. Bullet Time. Zeitlupe. Ah. Yes. Oh yeah! Let's go! Das ist der Schildkrötentanz. Oh ja. Nice. Schildkrötentanz. Ich krabbel im Sand, bin uralt. Ich krabbel im Sand, bin uralt. Krabbel im Sand, komm zum Meer, meine Kinder sterben drauf. Ja, ja, ich wollte als Team, dass ich mich ganz klein mache und sie kommt da mit dem Kopf da raus. Ach so, ja. Janina, das hättest du schon wissen können. Also jetzt, wo man weiß, ne, dass Krogi der schweinige Verräter gewesen ist, kann man das ja mit ganz anderen Augen betrachten, so, ne? Dass das zu der Zeit wusste man noch nicht, okay, ist er einfach massiv inkompetent? Oder ist da eventuell auch mehr dahinter? Und jetzt wissen wir natürlich alle, ja, klar, das war pure Sabotage. Ich hab echt gedacht, dass du irgendwie einen Herzinfarkt hast. Krass, ich auch. Aber wir machen nicht so, dass du mich auch noch erschreckst oder so. Irgendeine angespannte Nein, Situation. Das mach ich nicht. Nein, das mach ich nicht. Ernsthaft? Ja. Versprechen wir das? Aber ich hatte auch schon mal die Situation, dass da ständig Leute, Leute am Snacken waren, wie sie es genannt haben. Und dadurch dann ständig die Maske abgezogen haben. Und dann immer, wenn dieser Schaffner vorbeikam, haben sie gerade wieder ihre Tüte Chips aufgemacht und wieder gesnackt. Und dann sagte der Schaffner, ja, sie können wir jetzt hier nicht 5 Stunden am Stück snacken. Und dann wurde natürlich die Polizei gerufen, das ist klar. Da musste dann der Zug anhalten. Und die zwei Personen wurden unter dem ständigen Rufen des Satzes, wir wollten doch nur snacken, des Zuges verwiesen. Berühmte letzte Worte. Wir wollten doch nur snacken. Ah, oh, schöner Schnitt winkende wieder. Winkende Hand, winkende Hand. Die kommt auch immer wieder übrigens. Wie, die kommt wieder? Ja, wenn ich die wegschmeiß. Waffe? Wie haben sie das denn jetzt gemacht? Zauberkraft. Bin ein Gott. Aber Odin hat vielleicht auch nochmal den Spannungsbogen, dass man ja vom ersten Teil schon sehr viel erwartet hat. Den Spannungsbogen hat Atreus. Danke. Alter, Fabian! Mach's wie Bier, schieß dich selber ab. Ja, das habe ich in meinen jungen Jahren auch häufiger getan. Irgendwann. Oh, wer schießt? Meine Mutter ruft mich an, Moment. Hallo, bevor du was sagst, ich streame gerade nebenbei und ich schieße gerade Leute ab. Okay. Oh, das ist so ein schön gemauerter. Ah, fuck you! Shit, im Gesicht, nein! Gib mir mein Ei! Au! Au! Ah, shit! Das war Chuchu Charles. Ah, no, you're not gonna shoot me because I run as fast as I can from away from you. Gotta go fast, meine lieben Freunde. Gotta go fast. Aber nicht so fast wie Jesus. Der Zimmer. Was war das denn? Ich würde gerne ihn und Trantmann in einem Raum sehen, bitte.
Mann aus Nazareth, der bringt dich in das Lazarett. Der hat mir sehr gut gefallen. Aber Simon weiß auch, dass er mir gut gefällt. Guck mal, wie er guckt. Guck mal, wie der Simon guckt. Er weiß genau, dass er gerade einen guten Spruch gemacht hat. Wow. Ne? Wow. Ich sage, eine Sache spricht dagegen, dass man diesen Kanal... Durch den Rocket Bean Supporters Club unterstützt du auch das Best of RBTV und das ist amazing. Vielen Dank. It swims through your heart today. Und ja, kann man sich hier sehr schön alles angucken. Da haben wir ein besonders altes Exemplar stehen. Weiß keiner, wie viel Speicher der hat, aber es ist nicht viel. Wie ich diese gierigen Augen, diese vibrierenden, schmalen Lippen sehe, wo ich einfach weiß. Ich möchte gerne ins Best-of. Das war das Best-of. Rocket Beans. Januar 2023. Es war wie immer eine große Freude. Ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen. Wir sehen uns im nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt, wir gucken das Best-of von Rocket Beans TV. Tschüss! Bilip!